Willkommen. Es ist jetzt, wie lange ist die Operation? 2 Monate. 2 Monate. Gut. Ja. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Okay. Ja. Was haben wir bei Ihnen gemacht? Das Vorhofflimmer haben wir beseitigt. Ist es beseitigt? Ja, ich hoffe es, ja. Eben, hoffen wir auch. Eben ja. In den ersten 3 Monaten, ja, kann man das noch nicht so genau sagen. Wie sind Sie bei uns gelandet? Erzählen Sie mal Ihre Geschichte. Ja, ich habe mich da also eigentlich interessiert, Ablation oder Schlüssellochchirurgie. Ich im Internet ein bisschen gesurft, mhm, und dann bin ich auf die Herzklinik gestoßen da, und dann habe ich sie dann gesehen, wo sie, dass sie das machen. Oder? Das und warum haben Sie keine Ablation wollen? Ja, weil ich einen Haufen negative Artikel gelesen habe über das, mhm, dass man bis zu 3 oder 4 Mal sogar muss das machen. Weil das nur keine hundertprozentige Sicherheit ist. Es gibt aber so Fälle, wo es gut geht. Ja, das und oft zeigt mir, dass die Chirurgie, ja, das ist eine Operation, mhm, die man von beiden Seiten macht, dass das sehr eine grosse Operation ist und schwer ist. Haben Sie das auch so empfunden? Eigentlich nicht einmal. Also, mich hat das relativ schnell getan. Auch die Operation und die Heilung hat mich jetzt wirklich schnell getan. Wie lange sind Sie im Spital gewesen? 4 Tage. 4 Tage, ja. Und dann sind Sie heimgegangen oder in der Erholung? Nein, da bin ich eine Woche daheim gsi, mhm, und ich habe mich gut gefühlt. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich käme arbeiten. Mhm. 50%. Durch Ihre Erlaubnis bin ich dann gegangen. Und das hat mir gut getan. Mhm. Bewegung. Bin dort immer Stegen gelaufen, anstatt Lift gefahren. Und durch das hat sich das Herz wieder mögen, langsam wieder mögen in den Alltag hineinkommen. Nur die Unregelmäßigkeiten, die es noch ein bisschen mit dem Herz, die haben jetzt wirklich etwa 1,5 Monate gebraucht, bis das gut geworden ist. Aber jetzt, seit 4 Wochen, ist nichts mehr. Und jetzt nehmen Sie auch keine Medikamente mehr? Nein, kein Blutverdünner mehr, kein Beta-Blocker mehr. Ja. Sind Sie zufrieden? Ja, zufrieden. Ja, sehr. Ja. Also gut. Alles gut. Danke vielmals, jawohl. Danke vielmals, Salzberg.